Hey meine lieben Freunde, ich begrüße euch. Ich wünsche euch für das neue Jahr 2023 alles erdenklich Gute. Dass all die Wünsche, die ihr euch selber gewünscht habt, in Erfüllung gehen, Ziele erreicht werden und es euch vor allen Dingen gut geht, sprich, dass ihr gesund bleibt. Quietsch! Ja, Freunde, das neue Jahr hat angefangen. Wer schafft? Der Onkel Mölli. Ne? Ich bin jemand von denen, der wirklich am liebsten zwischen den Jahren und Neujahr arbeitet, weil ich finde immer, da ist es total ruhig und da geht einem keiner auf den Sack. Die Straße ist schön leer, das passt akkurat. Und ja, das ist ja genau das, was uns gefällt. Ja, Freunde, ich habe es angekündigt. Wir starten heute mit den Tagesvlogs, die ich euch dann dementsprechend jeweils donnerstags und sonntags raushauen werde, dass ihr quasi versorgt seid die nächsten Wochen und Monate. Denn ihr wisst, ich gehe am 20. Januar für 2 Wochen in Urlaub und danach habe ich dann meine Hand-OP, das ist am 9. Februar ist das. Und ich gehe mal davon aus, dass ich da mindestens 4 Wochen kein LKW fahren kann. Das war beim letzten Mal auch schon. Da habe ich die rechte Hand Karpaltunnel gekriegt. Jetzt ist die linke Hand dran. Und ja, wenn, ist es halt so. Ne? Deswegen produziere ich jetzt schön für euch vor, dass ihr dementsprechend nicht so ganz auf mich verzichten müsst. Und werde mich natürlich auch das eine oder andere mal melden aus dem Krankenstand. Und wer natürlich Bock hat, das weiterhin mit mir zu verbringen, der kann natürlich auch auf unserem Zweitkanal gucken, Möllis Camping Diary. Da wird dementsprechend auch was kommen, weil wir fahren ja in Urlaub. Ne? Und also seid gespannt. Ja, das dazu, wie gesagt, es kommt jetzt jeden Donnerstag und jeden Sonntag eine Folge. Ich weiß nicht, wie lang die werden. Es kommt drauf an, was am Tag so los ist. Es kann auch vielleicht mal sein, dass ihr euch einfach überraschen lassen müsst, wie lang. Geiler Satz. Ja, ich war heute Morgen in Ehringshausen oder Ehringshausen, glaub schon, ja, bei Wetzlar. War da um 8 Uhr da, habe meine 3 Paletten, die ich letzte Woche Donnerstag geholt habe, abgeladen und bin jetzt dann weiter auf dem Weg Richtung Lüdingshausen. Und ja, ich bin also am Überlegen, ob ich durch Lüdenscheid mal durchfahre, die ganz normale Umleitung, oder ob ich Meinertshagen abfahre und die B54 hoch. Ich bin mir da noch so ein bisschen unschlüssig. Mein Navi-TomTom will mich nämlich in Olbe Richtung Köln jagen. Und da muss ich ehrlich sagen, das sind 70 Kilometer Umweg. Nee, danke. Das machen wir nun wirklich nicht. Denn wir wollen ja noch sehen, dass wir heute geladen kriegen. Und wieder den Abflug machen. So sieht's mal aus. Ja, also Freunde, ich tiger weiter Richtung dahin, wo ich hin will. Und ich melde mich das später wieder. Bis dahin.
Ey, warum bist denn du so spät? Wir haben heute Morgen um 4 Uhr schon mit dir gerechnet. Was? Oh Mann, echt, ey. Du irgendwo schon hinkommst und die erwarten dich schon mit Freude. Das ist geil. Ne? Ja, bin jetzt in Lüdinghausen. Lüding? Die Lüdingshausen? Lüdinghausen. Werde jetzt hier wohl etwas länger abladen, weil das Kontrollieren dauert so lange. Und dann fahre ich nach Bottrop zum Laden für Knetzgau. Da hole ich irgendwelche Verpackungsmaterialien oder so. Ja, so mache ich es. Und jetzt warten wir mal, bis wir abgeladen kriegen. Schmieren wir uns eine Stulle und dann sehen wir weiter. Bis später. Da, Freunde, 2 Stunden später sind wir fertig. Rechts ab, B235, Olfener Straße. Ja, da fahren wir hin. Olfener Straße Richtung Bottrop. Da fahren wir jetzt hin, laden. Die können angeblich bis 20 Uhr laden heute Abend. Und rechts ab. da schnallen wir uns jetzt noch schnell an und dann düsen wir los Richtung Bottrop. Das ist aber nett von dir, dass du blinkst. Da kann ich nämlich rausfahren. Also, Freunde. Thank you.
geladen, Freunde, geladen in Bottrop. In Bottrop habe ich jetzt geladen, 30 Paletten Wellpappe, also Packung. Für nach Knetzgau habe ich euch ja vorhin gesagt. Ja, es ist 16 Uhr, das hat jetzt gerade mal eine halbe Stunde gedauert, die Geschichte, das ging ratzfatz. Ist wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass es im neuen Jahr die erste Woche ist, wo eh nichts los ist. Und ja, jetzt düse ich mal los. Vielleicht schaffe ich es sogar noch bis nach Kassel. Das wäre natürlich cool. Muss ich mal gucken. Ja, also Freunde, wir düsen los und ihr kommt's mit oder geht's mit da. Also, mitkommen. Ist klar. Freunde, Feierabend, der erste Feierabend im neuen Jahr 2023. Möge es nicht der letzte Feierabend sein. Hoffen wir mal, ne? Ja, ich habe Feierabend gemacht im Hellweg, Raststätte. Ich hätte jetzt noch genau, was hätte ich jetzt noch gehabt? 40 Minuten Schichtzeit. Wäre ich nicht nach Kassel gekommen und hier Bickenkopf und wie die alle heißen, habe ich keinen Bock drauf. Na, da stelle ich mich lieber dahin, wo ich vernünftig stehe. Und dann ist der Drops auch gelutscht. Na. Ansonsten heute wirklich alles soweit ganz cool gelaufen. 2 Stunden in Lüdinghausen ein bisschen rumgedümpelt. Das ist aber auch da immer, das ist ein namhafter, Gewürzsoßenhersteller. Und die müssen das immer erst an das Hauptwerk melden und dann müssen die Freigabe erteilen. Und ich gehe mal davon aus, dass das genau in der Mittagspause war und deswegen hat das ein bisschen länger gedauert. Ja, ansonsten jetzt hier die Ladestelle, das ging ratzfatz, keine halbe Stunde, mega cool. Und man merkt, dass es ruhiger ist. Gott sei Dank. Ey, das könnte wegen mir das ganze Jahr so sein. Echt, der Verkehr auf der Straße und so und die Leute einigermaßen gechillt und so. Das wäre schon cool. Aber es ist kein Wunschkonzert. So wie jedes Jahr wird es dieses Jahr wieder in irgendeinem Stress enden. Aber das kennt man ja. So, Freunde, das war jetzt der erste Tagesvlog am 3.1. des neuen Jahres. Wie es abläuft, habe ich euch jetzt mehrfach erklärt. Und ich denke mal, das dürfte auch der Letzte geschnallt haben, wie es abgeht. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Format gefällt euch soweit. Mehr kann ich euch leider nicht bieten die nächsten 3 Monate. Aber ich denke, das passt schon. Ich wünsche euch einen schönen Montagabend, einen schönen Feierabend. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und ich verbleibe mit unserem Wicked Peace. Euer Mölli und haut rein. Und zwar richtig, Freunde. Lasst krachen.